Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. Freitag ist so geil. Freitag, jeden Freitag. Freitag ist so geil. Freitag. Was geht ab, meine Ossi-Fighters? Renata hier mit meinem Boy Maro Talks. Ist auch schon, wir sind mittendrin, starten und dabei. Spaß mit euch. Und zwar haben wir den ersten Kampf. Direkt, wir legen sofort los. Zwei Boys, die kennen sich, kämpfen auch oft gegeneinander. Stimmt's, Maru? Genau, wir haben einen Rivalenkampf. Ultimate Legend. Rivalenkampf. Perfekt. Hero. Perfekt. Also, Hero hat 1,4. 1,4 Millionen. Und Ultimate Clean 1 Million. Und Hero, gegen Hero habe ich auch ein paar Mal gekämpft. Sein 21 ist stark. Ja, ja, genau. 21 ist gefährlich. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob er 21 am Start hat. Was Doch. Ich aber interessanter finde, Ginyu Force. Wow. Habe ich lange nicht mehr. Ich habe lange keinen Ginyu Force Action mehr gesehen, mit ehrlich zu dir. Doch, ja, 21 muss am Start sehr, sein. Sehr, sehr wenige Ginyu. Ist halt eher zum Trollen da. Deshalb ja. Bin mal gespannt, wie es jetzt hier ausgehen wird. Glaubst du, er bekommt seinen Körpertausch hin? Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt sogar eine kleine Combo mit dem, wo man das sozusagen legit immer trifft. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist aber unfassbar schwer. Mit Assist und sowas. Alles klar, Freunde. Wir sehen schon, Neutral Games längst vorbei. Goku hat ihn in der Combo. Er lässt sie droppen. Mal wieder am Start. Hero ist, also Hero pressured gerne mal rein, mal raus. Ja, und ja, da ja, ist sein Dragon Schmidt nicht durchgekommen, aber Ginyu geht ja, wieder auf Distanz. Oh, versucht hier nicht. Ihn zu öffnen. Goku Blue hat ihn mitbekommen, hat ihn leider nicht finishen können. Wir haben einen Switch gesehen, den Hit. Goku Blue ist wieder am Start. Sein Dragon Schmidt ist dann im Gang. Aber, oh, nice Stress auf von Hit. Hit hat ihn leider nicht in der Combo weiterhin mit anpacken können. Da ist er an ihm vorbeigeflogen, wollte einen Stone haben, hat ihn nicht bekommen. Goku Blue ist wieder am Start, hat ihn wieder sidekickt und wird ihn eintauschen. Richtig. Er will nämlich Ginyu Force Ass, bekommt er Ginyus Ass. Leider nicht, Jeez ist am Start, Jeez ist raus, Kudos am Start und Maru ist auch drin! Jetzt geht's aber los! Was geht? Ich wollte gerade sagen, Alter, ich kann ja gar nicht mehr reden, wir holen uns über Luft. Ja, richtig starke Moderation. Was ich sagen wollte, ich habe ja schon gegen beide öfter gekämpft, der ist beide ziemlich strong. Bei Ultimate ist sein Hit auch mega stark, Alter, als Anker. Ja, okay. Und du siehst es, guck mal, er ist gut zurückgekommen. Also, ja, du hast recht, sein Ginyu überlebt irgendwie noch, keiner weiß. Sein Ginyu hatte ein Funken HP und Goku Blue hatte sehr viel HP und trotz dessen ist der erste, der gefallen ist, sein Goku Blue. Heftig, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Und ein schöner Dragon Rush. Oh, schon wieder, nice. Also mit Ginyu kann ich überhaupt nicht auf Maru. Was kann man mit ihm machen? Ja, hat er ein paar kleine Kombos, hat er ein paar Loops, kann er irgendwas leisten? Ja, er spielt sich extrem komisch und ist halt, viele sagen halt Troll-Charakter so in der Community. Ich glaube, wenn man mit dem sich ein gutes Konzept, gute Kombos sich aneignet, geht der schon ab. Okay. Auch vom Mix-Up her, aber von der Tierliste ist er, glaube ich, auch ziemlich weit unten. Ich weiß gar nicht. Okay, verstehe. Also, man sieht ihn definitiv nicht so oft. Okay. 21 ist so eine andere Sache. Wie stark sind denn die Buffs, die 21 bekommt nach ihrer Level 3? Ich unterschätzt das? Überschätzt das? Bin da raus, man, mit dem Buff. Keine Ahnung. Echt? Okay. Ja. Chat, also, wisst ihr Bescheid? Ungefähr könnt ihr uns wissen lassen, wie das mit dem Buff bei Turn 1 funktioniert. Ist es ein immenser Buff? Macht es einen Unterschied? Weil wenn ihr da mal einmal reinbeißt, dann ist Sense, du. Eine schöne Cakey. Aber, okay, sie ist noch am Leben. So, sollte jetzt, glaube ich, besser sein mit der Lautstärke. Es geht, okay. Turner kann echt hart scary sein nach einer Level 3. Ja, das habe ich auch als Gefühl. Also, wenn. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn Turner ihre Level 3 raus hat, dann wird sie scary, wie du sagst. Oh, echt so. Oh, nice Counter von Hit, aber Uyoko ist hier weiterhin am Start. Zurückzukommen. Ja, er hat noch sein Sparking aber, also. Ja, ja, das stimmt. Last Man's. Ja, 3 Key. Ah, wieso hat er da nicht mitgenommen? Ganz komisch. Hat er wahrscheinlich nicht erwartet, dass er da rauskommt. Okay, nein. Oh, mein Gott, der wollte es richtig cool machen. Ja, das sollte es gewesen sein für Hits. Na ja, vielleicht, ja. Ne? Er lässt ihn zappeln. Ja, doch, war. Oh, er flext doch hier ein bisschen rum und. Dann ist Hito auch raus. Somit steht es 1-0 für Ultimates. Perfekt. Nee, für Hero steht's 1-0. Denkst du? Für Ultimate steht's 1-0. So, ihr könnt weitermachen, Leute, von heute. Spaß. 0-1, 0-1, genau, richtig. Aus eurer Perspektive, also Hero hat einen Punkt. Ja, Leute, verzeiht. Falls euch die Augenringe Angst machen. Er hat harte Tage hinter mir. Sonntagnacht. Deswegen kann auch so ein Fehler passieren wie immer sonntags, ne? Kann schon sagen, wann das Teambuild-Video kommt für FIFA Vegetto? Morgen, also am Montag.
Also am 23.11. So. Also die Dragon Rushes sind halt immer so mies, man zu predicten in dem Spiel, ich sag's ja ehrlich. Krach. Ey, was geht da? Das ist ein Level 3, richtig? Genau. Der hat ja zu, er hat ja zuvor nur seinen Körper durch, richtig? Jetzt hat aber ja, das hier. Ja, ist geil, dass er eine andere Level 3 bekommt. Richtig, richtig. Was ich halt bei Nappa gar nicht verstehe, dass er seine Level 3 abbrechen kann. Hm. So, was macht das für einen Sinn, weil du verschwendest 3 Ki, hast du mir gesagt, damit du einen im Magen schlägst und dann... Hm. Hä? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, bin nicht so der Nappa-Main tatsächlich. Ja, Nappa-Main gibt's leider auch wenige. Ich finde halt, Nappa ist halt nur in der Corner so ein übelstes Biest, man. Damit ihr... schwierig. Also, The Legend Ferkel fragt, ob man einen Kollegen unbedingt braucht, um am Hinterhof teilzunehmen. Wäre bevorzugt, empfehlenswert für uns auch. Muss aber nicht sein, wir können auch Kämpfe für euch organisieren dann am Sonntag. Aber wenn ihr schon Kämpfe selbst organisiert für uns, ist es immer angenehmer. Ich glaube, dass die neue Karten bekommt und hat nur Attacken anders aussehen, ich bin mir sicher. In Fighters oder was? Von was redest du? Kommt Uyokunjin am Mittwoch schon? Nein. Die 21 ist halt so strong, man. 21 ist geil. Ich finde 21's Combo auch sehr interessant tatsächlich. 21. Da ist der Switch raus. Into Hits. Also für mich sieht das eventuell nach dem 2-0 aus für Hero. Aber... Oh, okay, da kam das Change rein. Den Hit darf man halt echt nicht unterschätzen. Ja, das ist halt das. Der kann halt da davon nicht viel zeigen. Richtig, richtig, richtig. Das hat das. Oh, okay, er hat ihn sofort mit dem Dragon Rush und hat ihn tatsächlich hier. Alles klar. So, und jetzt... Du, jetzt sieht das gar nicht mehr so gut aus für Hero. Tatsächlich. Ja, also ich find's gerade ist jetzt mega ausgeglichen. Ja, nice Switch, hat er nicht erwartet. Er hat ihn in der Combo gehabt, hat ihn sie gejobbt und Uyoku kann ihn mitnehmen. Wow. Uyoku, den vergisst man, den vergesse ich auch so oft, obwohl ich selber auch Uyoku spiele. Also Uyoku kann ja relativ easy einen mitnehmen aus einem Bounce von der Wall. Einfach mit der Auto-Combo, mit seinem Jab. Ist nicht schlecht. Und? Oh, okay, nice Reflect. Ah! Oh, da war mit dem Zielspitz. Also, wenn Ui ihn öffnet, dann hat er ihn. Oh. Hab's gerade gesagt. Ja. Yeah. Hab's gerade gesagt. 21 in den richtigen Händen ist sehr böse. Nino, tatsächlich, glaube ich dir, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen, also Samu kann schon mit 21 spielen. Nee, seht ihr? Guck mal, gibt euch. Das hat der Main. Und Ultimate hätte 21 relativ früh rausnehmen sollen, aber er hat noch 21, er hat noch Sparking, er hat noch Uyoku als Backup. Es sieht schwierig aus, denke ich, für Ultimate, aber du, wir sind immer noch hier im Hinterhof. Da kann einiges passieren, komm, sag ich's, komm, passiert's, Leute. Oh. Meine Damen und Herren. Also, wenn jetzt Ultimate gewinnt, gehen wir in die Verlängerung, gibt's ja Unentschieden, würde ich mir wünschen bei den Boys, halt. Würde ich mir auch wünschen, aber Uyoku sagt sich, ADF bitte. Um was? Ja, Siehst du? Der kann ihn relativ gut aus der Wand wieder mitnehmen. Und er hat noch den Spark. Und der kommt. Aber wenn jetzt. Wenn er sie überhaupt einsetzen kann, Maro, das ist die andere Sache. Hits Combo, kann ihn finishen, kann ihn. Oh mein Gott! Er musste reingehen, aber er wusste, dass er da in den Limit Break reingehen muss. Und was? Er ist ein 1-1. Ausgleich. Krass. Krass, heavy. Heftig. Da hab ich's gesagt, ey, da hab ich wieder zu viel predicted. 1-1, super toll! Wir gucken uns sofort die dritte Runde des ersten Kampfes an. Ich hab's dir gesagt, Mann. Ja, krass, ey. Ich glaube, könnt ihr mal daraus ein Turnier machen. Bestimmt irgendwann in Zukunft. So, Leute, ihr merkt auch schon, es flackert. Oh je, jeden Sonntag ist irgendwas. Technik tut das nicht, Technik tut jenes nicht. ist halt langsam echt schade. Na, der Boy versucht, die Black Friday Sales anzunehmen, Leute. Und sich mal so einen richtigen Brocken von Rechnern reinzusetzen. Deswegen hoffentlich sind das so eine der letzten Technikprobleme, das nehme ich dann auf jeden Fall an. So! Ginyuforce! Ja, Mann. Also ich finde Guldo so nervig, weil er dich einfach stunt, Mann. Ich bin echt zu dir. Ja. Ich frag mich, wieso er Ginyuforce nimmt. Mag er den Charakter? Ich weiß es. Ist Ginyuforce gut? Ich denke nicht. Oder will einfach nur ein bisschen trollen hier, ich bomb nicht mit Ginyu. Spaß haben, glaube ich, nach dem Motto. Ja, okay, Spaß haben, bin ich immer am Shot. Aber so viel Spaß hat Ginyu jetzt leider doch nicht, ne? Ja. Ja, genau, ja. Uyoku kennt da den Spaß nicht. Er versteht keinen Spaß. Überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht. Black, was geht ab? Die Shotgun ist echt heavy, definitiv. Problem bei 21 ist, dass die Combo schon spielt. Sind zu meistern. Echt? Wirklich? Okay. Für mich ist also. Ich finde 21 eigentlich nicht mal so schwer. Ich hatte damals immer so übelst Respekt vor der.
Aber also, mit Assist auch, es ist mega easy. Ich finde, so beim Zuschauen kann man sich das schon aneignen, denke ich. Ja, ja, ja. Und zum Beispiel jedes Mal, wo du den Gegner dann sozusagen auf den Boden rumhaust, für den Assist. So wie das hier zum Beispiel. Und dann kannst du ja nochmal ein bisschen weitermachen. Oder halt den Frame Rush. Also, Heroes 21. By the way, Team Key. Ja. Oh, tatsächlich. Heroes 21 gefällt mir einfach. Hier, Level 3 Snack gönnen, Buffs gönnen. Mm, ja, schön gelb. BVB 21, Leute. Ja, oh, was? Der hat überlebt. Oh mein Gott, kurz ausgepeitscht in die Achillessehne rein mit ihrem Schweif. Insane. Oh, oh, jetzt kommt Sparking, schätze ich. Oh. Boah, jetzt ist 1 zu 3, aber 7 Key Sparking. Krank, krank, krank von Hero. Aber Hit 7 Key, also wenn er diesen einen Punch da trifft und aufdeht, gell, ist der Gegner noch. Ja, glaube ich dir, Maro, glaube ich dir. Vor allem als Last Man. Ja, Mann, ja, Mann. Wie läuft das mit, wie läuft das mit Hits? Verbraucht einfach komplett alle Key, die er hat. Nee, also ich glaube, je lange. Ich glaube, du hast die Möglichkeit mit einem oder mit 7 Key. Aber ich bin auch kein Hitspieler. Kann auch sein, dass man irgendwie. Ich glaube nicht, dass du es aber auch begrenzen kannst, nur auf 5 oder so. Ich glaube, entweder ein Key oder. Alter, das war's. Schade. Das war's. Seht ihr, 21. Oh, was? 21? Ja, er kann auch zurückkommen. Oh. Okay, er gibt dir nicht mal die Möglichkeit, in Sparking zu gehen. So krass, dieser Predator. Okay, so. Jetzt aber. Ja, oh mein Gott. Okay, das kann. Sagen. Oh mein Gott, das kann sich doch drehen. Ja. Es tut mir leid, ich hab dich wieder abgeschrieben, aber das kann er wirklich for real. Das könnte er noch drehen, je nachdem wie er es macht. Aber wird richtig schwer jetzt. Wird wenn er die Super Lashes weglässt. Also Hero hat schon. Okay, oh. Na, ah, okay, ja, das okay, war's. Das war, schade, aber war, GG, war nee, schön, war spannend. The winner is 1-2 Hero. GZ an Hero, war wirklich ein schöner Kampf, Freunde. Man hat schon gemerkt, dass Rivalen sind, richtig? Weil Ultimate kam richtig schön zurück im zweiten Kampf. Ja, danke, das war cool, das war danke cool. Dafür, die Boys, dass sie mitgemacht haben. Wir machen ja an der Stelle den zweiten Kampf ready und sehen uns gleich wieder. Alles klar, Freunde, wir haben hier den zweiten Kampf wieder in der 1-Million-Range tatsächlich. Heaven's Door, gegen Angel, Sub-Zero. Lieben Dank für den 5. 3-Sub, bester Mann, dankeschön. Was geht ab? Zu den beiden Boys kann ich nichts sagen, ich kenne sie nicht. Also ich habe sie weder spielen sehen noch. Wir haben hier natürlich die Spiele insgesamt, die Zahl der Siege. What? Angel hat knapp 1100 Siege. Und doppelt so viele Spiele. Okay, ist mal drauf gespannt. Maro, was sagst du? Eskalation bei Nacht und Hush. Wir haben einen DBZ Broly hier, gell? Ja, ich hab's gesehen. Guck mal, Ui, Goku, Rosé und DBZ Broly. Ui, Goku, Rosé und DBZ Broly. Gegen Trunks. Also, damit der Trunks umgehen kann. Dann, Trunks aber. Das ist ein guter Kampf. So. Ui, Goku fängt an als Point gegen Trunks, Neutral Game geht los, ist schon mehr oder weniger down mit einem Dragon Rush, befördert Ui, Goku Trunks in die Luft, er hat ihn in der Comp, er setzt ihn runter, kann hier, okay, konnte es dann nicht ganz so richtig mitnehmen. Jetzt ist Trunks im Zuge, macht die Spicy Moves sind vorbei, Reflect ist drin und, Cross Up ist leider neben Gang, Ui, Goku mit Assist von Broccoli ist am Start, hat in die Luft befördert, ist in der Chain, ist runtergegangen, hat ihn einmal angeschubst, Level 1 into into Level 3? Insane! Aber reicht glaube ich nicht. Okay, krass, das hat leider nicht gereicht. Hat es hinterprobiert, hat nichts gebracht. Richtig. Maro, du kennst mit Trunks besser aus, richtig? Du hast mal Trunks lange Zeit gespielt, kann das sein? Oder? Ja, aber zu just for fun, also. Okay. Er hat echt kranke Kombis drauf, Mann. Aber auch jetzt durch den letzten Patch, was da alles gab. Würdest du Trunks als Point spielen oder als Anker? Eigentlich, also meistens spielt man ihn als Anker, weil der halt auch mit seiner Level 3 so viel Schaden macht und so, aber inzwischen kannst du, glaube ich, bei Fighters manche Charaktere komplett unterschiedlich spielen. Ja, klar. Also, vor allem mit den ganzen Assist-Möglichkeiten. Halt, öffnet hier Kefla mit einem Dragon Rush, befördert ihn in die Luft. Wir sehen hier die Klassik Goku Rosé Kombos. Konnte das nicht mitnehmen, kann aber hier leider fortsetzen, da Kefla nicht dagegen gut sich schützen konnte. Kefla hat hier die Oberhand, Reflect ist drinnen. Kefla ist wieder draußen. Ui Goku sag ich schon, Rosé konnte einen Weg mitnehmen. Oh, ein sehr schöner Teleport, ein Flex-Teleport tatsächlich. Um das Ganze zu finishen. Und schon ist hier Ancha alleine mit einem Bardock. Oh, aber Bardock ist halt Bardock. Ja. Ladidadida. Einfach 7 Key jetzt, gell? Gegen alle Bro. Und Sparking.
deine Ulti reinhaut, Alter. Oh mein Gott. Einfach vorbeigedasht. Ja, ja. Jetzt darauf bin ich gespannt. Ich meine, wenn Broly Bardock öffnen kann, ist Bardock so gut wie down. Aber wenn Bardock hier Broly öffnet, was er hier schon gemacht hat, dann sehe ich Broly kurz vorm Tod. Und wenn Bardock ihn jetzt noch finishen kann, wird Bardock gewinnen. Ja. Und Bardock hat ihn tatsächlich geöffnet. Krass. Also die Autokombo von Bardock ist halt noch nach. Bardocks Autokombo ist halt Nackenbruch, Alter. Es ist halt, du kriegst eine Gehirnerschütterung, auch wenn du nur dran stehst. Aber Uyoku, sein Ding gefällt mir einfach, ist einfach, er kann mit der Stahlkombo einfach mitnehmen, easy, von der Wand aus. Gut. 5 gegen 3 Ki. Eine Roller 3, denke ich, werden wir hier nicht sehen. Aber er hat ihn öffnen können, kann das jetzt mitnehmen. Könnte er, wenn er cool bleibt, hat er es. Ja, 2 Level 1, Level 3 hinterher. Was machst du? Selber schuld. Bin echt zu dir, selber schuld. Da hat er den Kampf weggeschmissen. Uyoku hat es gemacht, da hat er den Kampf weggeschmissen. Da war er zu nervös am Ende. Hätte er clean, ganz trocken beenden können. War leider nicht der Fall. Ja. Okay, bin gespannt. Auf die zweite Runde hier vom zweiten Kampf. Könnt sofort weitermachen, Freunde. Vielen Dank dafür. Und schade, ich habe den Bardock-Finisher schon gesehen, Maro, bin ich ehrlich zu dir. Er müsste ihn einfach nur gegen den Boden bringen, sein Level 1 reindrücken und das wäre es auch schon. Beziehungsweise Level 1. Level 3 meinst du? Nee, ich habe gerade überlegt, 2 Level 1 würden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Der hatte schon viel HP. Glaubst du, Level 3? Glaubst du, Level 3 würde reichen? Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr im Kopf, wie viel Leben er hatte. Oh, okay, schön. Okay. Ein C-Assist eingeleitet. Ich werde hier gerade auch im Chat gefragt, wie Fight das auf der PS5 ist. Ich spiele es ja gerade aktuell auf der PS5 und ich muss ehrlich sagen, bis auf grafische Unterschiede finde ich da null Unterschied. Mehr bemerke ich da keinen Unterschied, ehrlich. Okay. Also weder vom Gameplay. Ich sag halt, ich spiele gerade mit dem PS4-Controller, weil mit dem PS5-Controller, ich weiß nicht. Ich will den jetzt nicht spielen. War schön. Irgendwie bei Fighters. War schön. Und so ist schon Chunks raus. Findest du den PS5-Controller nicht gut für Fighters oder was? Ich finde den. Das heißt, echt cool. Ich finde der PS5-Controller an sich ist schon nice, aber ich will ihn jetzt sozusagen nicht so hart einspielen mit Fighters, wenn du weißt. Ah, du bist ja aber einer. Oh je, Mine. Oh je. Fighters halt, ja. So, Uyoku schiebt seinen Vater zur Seite, schiebt ihn nach links, schiebt ihn nach rechts, befördert ihn in die Luft, nimmt ihn mit dem Assist weiter in die Luft, macht weiter, sagt: Vater, Junge, wo warst du all die Jahre? Bin alleine aufgezogen, wieso hast du mich allein gelassen? Mein Vater, Sohn, ich kann doch nichts dafür, lass mich endlich raus. Nein, Vater, komm her. Sohn, halt's Maul, bitte nein, wo ist deine Mutter? Gar ich nicht. Okay, tschüss. Und da hat er ihn wieder in der Combo mit Broly hinterher. Und ja, das ist halt einfach die Rache an den Vater, dafür, dass er alleine auf der Erde aufgewachsen ist. Okay. Aber der Vater sagt: Junge, ich bin ein verdammter Vater, hat die Klappe und geht zurück. Hahaha, Broly kommt und lacht. Hahaha, du siehst aus wie Goku, ein Schnauzer, das ist mein Sohn, ich bin sein Vater. Oh je, ich nehm's zurück, okay, alles klar. Oh mein Gott. Legendären Bardock-Placement. Der wird rein in sein Gesicht. Bam, bam, bam. Super Saiyan Bardock sieht schon geil aus, finde ich. Ja, Mann. Hätten sich ja viele gewünscht, dass er nicht nur in die Ulti sozusagen in den Super Saiyan geht, sondern danach die ganze Zeit im Super Saiyan, nachdem er die Ulti ausgibt. Da kann ich mich noch dran erinnern, als er damals als DLC-Charakter. Wow, also der oh mein Gott, wieso konnte er das. Jetzt hat er es genommen. Räumt gerade gut auf mit seinem Bardock, finde ich, definitiv. Level 3 gerade noch so. Ja, Level 3. Ja, okay, gut zu wissen. Nee, ich hab's vorhin nur Ding verwechselt. Was ich meinte, ist mit seinen 2 Level 1 rein und dann ausswitchen in Level 3 zum anderen Charakter, aber der war ja alleine. Das habe ich falsch gesagt. Das war ja 1 gegen 1. Aber. Oh. War schön, Maro. Was ist denn hier los, sag mal? Comeback Place von Rosé. Wer hat eigentlich vorher die letzte Runde gewonnen? Heavens, gell? Ja. Oh, sehr clean. Mit der Autokombo mitgenommen, dann noch Pave Bro! Lieben Dank für dein Subscribe. Was geht, wie steht's? Bisschen müde, aber sonst alles gut. Ich hab bei dem so. Doka mag mich gerade nicht so. Zino Mist. Okay, shit. Im Hero-Spawn oder was? So, wir haben Last Man Standing Action. Wenn Kev das hier beenden kann, dann ist es beendet. Wenn nicht, dann haben wir noch ein. Ein Sparking läuft halt noch entgegen. Richtig. Dabei jetzt oh, ob das reicht? Die Level 3 von Kev ist nicht stark.
Doch, jein, aber das Ding ist, er überlebt es locker noch wegen dem Spot. Die Frage ist jetzt, wie es jetzt weitergehen wird. Oh, oh, was? 1-1. Ja. 1-1, super toll. Da kam Kefra noch irgendwie her und meinte, du weißt was. Machen dann 1-1 raus. Okay, nicht dabei. Freue mich schon auf das Intro für dieses Video. Bin drauf gespannt. Goldfire, was geht? GG, Leute. Ja, Fireball, das stimmt, Mann. Das stimmt. Das Leute, sofort auf X drücken. Komm, wir haben keine Zeit. X drücken, X drücken. Wer drückt denn nicht auf X? Komm. Hallo. Ihr habt über 1000 Spiele und ihr wisst nicht, wie man auf X drückt oder was? Oh mein Gott. Dankeschön. So. Chunks leidet rein, aber wohin? Einfach ins Leere. Aber da hat ihn. Sag Osuru, bitte sei ruhig. Okay. Sei! Ich bin wieder da. Reflect kommt rein von Uiguku. Uiguku gibt Kefla 2 Schellen mit. Geht wieder rein. Kann Trunks nicht öffnen. Trunks 6, ich komme aus der Zukunft. Ich töte dich. Und Uiguku sagt, ich habe den Ui. Ich töte dich ebenso. Dann sitzt mein Kollege daneben und denkt sich, was redet der für einen Schwachsinn? Deswegen übergebe ich wieder weiter an Marutoxo. Hallo, guten Tag. Was geht, Leute? Nein, du machst es echt gut, Mann. Da kann ich mich so ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen schlafen. Ja, Alter, schlafen würde ich auch gerne. Jetzt bin ich ehrlich zu dir, Alter. Ich bin vorhin einfach eingeschlafen, weißt du das? Ich bin auch voll knocked, Mann. Vorhin, wir haben das Wochenende die ganze Zeit PC. Du hast gut gestreamt, gell? Wir haben heute schon. Du hast auch zwei, drei Tage durchgezogen, kann das sein? Ja. Ich habe auch von, ich glaube, Sonntag bis Mittwoch, Donnerstag wegen den Karotten jetzt hier, Alter. Heftig. Mhm, Ja, stimmt, das unter der Woche auch extrem. Ja, spontan, ungeplant. Aber geil, war geil. So, Trunks überlebt mit einem Hauch von Leben, aber wenn er wegen dem jetzt Uiguku rausnimmt, dann sag ich mir halt, ey, Uiguku, du hättest ihn finishen müssen, Mann. Du, ihr müsst das auch beenden, so wie Trunks es gerade gemacht hat. Definitiv. Synchronsprecher oder Stadionsprecher sein. Kennt ihr beim Sommerfest, die da in ihrem Kasten sitzen, habt ihr das auf eine weite Runde? Oh, die Trunks-Kombos gefallen mir echt gut, Mann. Guck mal, Trunks hat einen Hauch von Leben und er denkt sich, Last Man Standing Harakiri. Ich gehe nicht raus, ich setze kein Sparking, ich verteile so viel Schaden, wie ich noch kann, bevor ich abkratze. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Also, er hat sich einen guten Lead erkämpft, Endshot tatsächlich. Ich finde es so witzig, wenn Kefla gegen Broly aussieht. Du denkst, Bruder, du bist Schwester. Er hat beide! Sie hat beide, sorry. Wieso droppst du das? Denk nicht, oh, so du please. Okay, tut mir leid. Ja, und jetzt hat sich Ensha hier. Ich bin in die Zukunft gesprungen. Aber so nicht. So, der kannst einfach mit einer Downhill wieder rankommen und denken, du kriegst sie einfach. Er hat kein Sparky mehr, gell? Doch. Na, Menjaneso! Und Bardock will einfach die Keule schwingen. Oh, Alter, ey, Digga, diese Autokombo. Bardock ist einfach. Komm schon, Goku Black. Komm, zeig was. Den wenigsten Bardock raus. Komm, Goku Black. Let's go. Wieso auch sie, Goku? Das mach dich doch an. Komm ran. Jetzt. Jawohl. Nimm ihn mit. Komm, hoch damit. Komm. Key Blast. Nice. Und jetzt. Ball Drop. Bounce Drop. Jawohl. Ob das trifft. Boah, sowas will ich sehen, mein Freund. Sowas wollen wir sehen hier im Stadion. Aber so einen Flex-Teleport brauche ich nicht. Ein Reflect Air. Cross-Up. Ein sehr schöner Cross-Up. Nimm ihn, ist deiner. Da hat er die Flanke verwertet. Ja, Lecco Mio. Jetzt ist wieder spannend. Kefla wird mit X ransprinten. Pass auf. Bam. Doch nicht. Okay, ich nehme es zurück. Da ist das. Doch, guck. Ich habe es gesagt. Und das war's auch schon. Sehr schön. Wurde doch am Ende tatsächlich noch interessant. Freunde, wurde spannend. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mitgemacht habt. Kefla geht hier als Siegerin raus. Wir bedanken uns natürlich auch für den zweiten Kampf, machen den dritten und letzten Kampf für dieses Video bereit und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, Leute, hier haben wir den letzten Kampf. Wir haben Ramo gegen Alejavin. Und zwar haben beide Herren hier 2 Millionen Punkte tatsächlich. Bin mal drauf gespannt, was für eine Action hier wie. Wir haben ein Evo Vegeta und Tenshinhan. Evo Vegeta Place würde ich gerne sehen. Und eventuell Chozo-Action. Wer weiß. Ja, also ich muss sagen, mit dem Gaston schon gespielt. Sein Tianchen ist schon wild. Also, ach, du hast schon gegen gespielt? Gegen Ramu? Ich denke, der wird das Ding auch eintüten, weil der ist in Fighters echt wirklich... Ist er gut? Ordentlich. Ja, würde ich schon sagen. Für seine Verhältnisse definitiv. Also, ja, aber sind beide bei... Wobei, beide sind bei 2 Millionen, gell? Kennst du mal Boy Lavin?
Nein, das ist wiederum das andere. Und ich sehe schon, wie der Brody am Lächeln ist. Also von daher, ich kenne den vom Kindergarten. Der hat gerne Schein verteilt. Ich bin halt clean von Yasin, muss ich sagen. So! Nice Cross-Up von Evo. Was heißt Evo? Sorry, ich hab Evo Vegeta gesagt. Vegeta Blue natürlich. Ist denn jetzt die Leaks von Osuru? Spaß, mögt euch. Okay, wir hatten ja ein starkes Neutral Game, so ist nicht. Aber Goku Blue konnte Vegeta öffnen, hat ihn jetzt in der Corner, wird das Ganze leider nicht fortführen können. Vegeta versucht ihn zu... Oh mein Gott, sehr schöner Cross-Up. Ein sehr schöner Cross-Up von Vegeta, konnte damit seine Combo starten, hat Goku in der Corner, kann in der Corner behalten, leider nicht, da kommt ein Switch rein, genau, into Baruk, Baruk. Oh, okay, da wollte er ihn nicht mitnehmen, tatsächlich. Nice, er wollte, oh, diese Cross-Ups, er hat sehr schöne Cross-Ups. Gefällt mir, also sein Vegeta gefällt mir bis jetzt, wenn er Baruk rauskommt, ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil für seine Seite. Aber der droppt noch ein bisschen zu oft, finde ich. Ja. Baruk kann hier Tenshinhan leider nicht öffnen, da die Glatze einfach zu mächtig ist. Das war ein sehr riskanter Switch. Konnte es zumindest noch irgendwie drehen, hat Baruk in der Corner, hat ihn in seiner Combo. Wie wird er die Combo fortführen? Sehen wir unten einen Assist? Wir sehen gar nichts. Weiß nicht, ob er überhaupt Assist frei hat oder nicht, aber Brokkoli kommt mal immer wieder rein und schmeißt eine grüne Bombe hinterher. Ja, das war's. Okay. Hier kommt der Goku Blue Trick. Ja, das wollte ich sagen. Kick wollte ich eigentlich sagen. Aber gut. Wir sehen hier auch. Oh! Schön. Fand ich schön. Konnte das Ganze auch verwerten. Okay. Leider ist er gegen einen Reflect geknallt. Gogeta hat ihn hier wieder in der Comp. Hat schön Priorität an der Wand in der Corner. Kann ihn dort zumindest mal. Konnte ihn. Wir sehen seinen Brody. Ja. Ja, komm mal ran, Brody hier. Oh mein Gott. Hahaha, das war's. Mach dir schön Breakdance-Move, Brody. Befördert die Luft gegen Boden wieder. Ey, Brolys Moveset ist so heavy einfach nur. Oh mein Gott, ist das Chaozu Action coming? Die Glatze ist halt mächtig. Tenshinhan, der erste Mensch auf Erden mit drei Augen. Da musst du halt auch mal Respekt zollen. Den ganzen musst du auch mal Respekt zollen. Krass, clean. Dass er sich da ein drittes Auge sich auf der Stirn wachsen lassen hatte, als Mensch. Das hat die Vision, weißt du was, Mann? Das ist die Vision. So, wir haben den Last Man Standing Brokkoli. Sparking, alles ist da. Full Life, 4 Key. Oh mein Gott, er konnte ihn öffnen, er kann ihn mitnehmen. Er packt ihn so, er schiebt diese Faust in die Magengrube. Da wird selbst King Vegeta. Das erschüttert selbst King Vegeta in seinem Begräbnis. Jetzt. Bin mal geschaut, ob er Chaozu Plays auspackt oder nicht. Aber mittlerweile sollte er schon. Ich weiß nicht, Chaozu, da habe ich immer so im Hinterkopf ein Ausrufezeichen, dass es immer mal wieder kommen könnte und deswegen kann ich da schnell drauf reagieren. Oh, okay, Spartan könnte leider nicht mitnehmen, um die Kombo zu erweitern. Kommt trotzdem irgendwie in die Kombo rein. Könnte das gewesen sein, ich meine nicht, aber der Schaden wird jetzt insane werden mit der Level. Oh, da packt ihn gen Boden und lacht ihn aus. Deine Glatze, wo ich mir auch noch sagte, hier, deine drei Augen, da reichen mir nicht. Wahrscheinlich auch Spartan. Oh mein Gott, was? Level 3. Weil er predicted, dass der Gegner Sparking wird. Oh, hat aber nicht getroffen. Oh, what? Das war zu früh getimed, glaube ich, an der Stelle. Das hätte ich gar nicht erwartet. Und oh mein Gott, das wird wehtun. Oh mein Gott, ich feier Tenshinhan an! Das. Nice, man. Die drei Augen waren's halt. Es ist insane. Er erwartet seine Vision so hart, dass er selbst gegen Broly eine Chance hat. Unsere Z-Fighter haben damals fett auf die Schuppe bekommen. Vegeta hat geheult, Piccolo muss den Bach schellen. Tenshinhan sagt, ich habe drei Augen, Junge. HDF. Oh mein Gott, interessant. Wir haben jetzt mittlerweile, by the way, seit vielen Parts sehr viele 1v1s, richtig? Unentschieden und dann last. Also, wir haben sehr viel dritten Kampf hier. Vergleich zu den Fights am Anfang definitiv. Ja, aber ob das hier wieder ein dritter Kampf wird oder nicht, weiß ich nicht, Leute. Was sagst du, Mario? Also, Mix-Ups, die rausfahren. Könnte schon werden, ja. Also, wenn jetzt Lavin eskaliert. For a base mind, Tenshinhan macht dreimal Auge. So ein Ding ist das. Ja, so sieht es tatsächlich aus. So, Gogeta hat ihn hier wieder in der Comp. Oh, er hat das sehr schön erweitert mit Tenshinhan. Es ist sehr geil.
Die Down Medium von Gogeta ist halt ist nicht down? So strong. Wow! Ey! Ramos Spielziel gefällt mir. Er weiß, was er macht, nämlich. Das gefällt mir. Ramu Yasanabi. Aber wir haben immer noch natürlich Bardock Broly Assist Action. Guck mal, wie lange er ihn in der Loop hat. Der hat es leider hier gejobbt tatsächlich. Hab ich den Boy nervös gemacht. Vegeta kommt rein und sagt, du kleiner Penner, sieht aus wie Karotte, wieso hast du ihn zur Welt gebracht? Er geht mir so auf die Tür. Und Bardock sagt sich, Junge, halt mal deine Klappe, dein Vater war so ein Loser, er hat es einfach Shen verteilt lassen von Freezer. Vegeta sagt, du hast recht, baut mich bitte, okay, ich habe keinen Bock mehr. Alles klar, beende ich dann. Karotte, ja, der nimmt das an, siehst du? Vegeta, du kleiner... Ich nehme das so an, nimm diese Kugel und schick sie in dein... Oh mein Gott. Oh, Vegeta sagt sich halt, ich habe noch ein Wörtchen zu reden. Ich schick den OP-Menschen rein. Drei Auge Tenshin an. The Legend, Alter, kommt auch irgendwie eine Flex-Klamotten angetanzt. Keiner weiß. Was? Oh, Junge. Das sind aber viele Level 1. Und raus ist Bardock. War schön. Maru. Maru ist auch raus, Leute. Spaß. Ich krieg ein bisschen hinterher, merke ich gerade. Ah, okay, sorry. Ich krieg ein bisschen in der Zukunft. Okay. Ey, was? Kann das sein, dass wir das mal erleben? Krass. Oh, das war clean. So, was wir hier noch haben, ist Vegeta-Action. Vegeta will sich rächen an Broly. Von dem, was im DBZ-Broly-Film passiert ist, logischerweise. Boah, der hat die schöne Kombos rausgehört. Hat mir gerade sehr gefallen. Kickt ihn wieder gegen die Wand. Kann er den Sack zumachen hier? Kann er den Sack zumachen, der kleine Säckel hier? Was sagt der kleine Sack hier? Oh mein Gott, ist ja schlimm. Der Level 1 ist in das. Schon wieder Finish mit den Tenshin an. War schön, 2-0 für Ramo. Ramo Yasanami. Ja, grüß dich. Du kleiner... Ich zieh dir an den Ohren entlang, du Frechdachs. Kommt ihr mit einem Dreiauge. Raus mit euch, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Marotox hat schon was zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Haut rein. Euer Maro Toxi. Oh, und ich bin Osiris Stones. Bis dann. Tschö. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.